So, Herr Tobias, und ja? Zwar gibt es was zu klären. Sie sind ja vor ein paar Tagen auf Erkundung gegangen, schlafen gegangen, wie auch immer. Ja. Der Herr Darko war bei Ihnen ein Angestellter. Das ist richtig. Genau. Es gab ein paar Beschwerden, dass er mit minderwertigem Werkzeug arbeiten musste, sprich Steinwerkzeug. Und Sie mit ja, hoch aufgewertetem Werkzeug, womit Sie alles Mögliche abbauen konnten, wo Sie sich das beste Zeug auch einbehalten haben. Des Weiteren steht, wird Ihnen zur Last gelegt, Sie haben die Mine, den Arbeitsplatz von Herrn Darko, versiegelt mit einem Stein, den nur Sie abbauen konnten. Ja gut, wir haben ihn später auch. Ja, wir haben zu dritt mit Stein und Werkzeug draufgehauen, aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Sie haben die Mine versiegelt, den Arbeitsplatz von Herrn Darko. Er konnte sich den Lebensunterhalt nur knapp mit seinem Nebenjob verdienen. Sie wissen ja, er ist Techniker und da dauert alles seine Zeit, bis es soweit alles funktioniert. Soweit ich wusste, war Techniker sein Hauptberuf. Das jetzt... Ja. Oder es war trotzdem dauert, bis man so einen Generator oder wo die Winddinger dranhängen, bis man das perfektioniert hat, es dauert seine Zeit. Es klappt nicht alles von heute auf morgen. So, Sie haben niemanden außer dem Herrn Darkup kurz bevor Sie gegangen sind Bescheid gesagt, dass Sie gehen und dass die Mine zu ist. Und wir standen dann alle da, ja toll. Wir brauchen das, das, das und das. Es ging aber nicht. Sie haben eine Sorte Stein angeboten. Ja, das, den roten Staub und sowas. Aber das war alles, ja, das hätte man sich auf Dauer auch nicht wirklich leisten können. Deswegen haben wir den Entschluss gefasst gehabt, da wir das nicht einsehen, dass die Mine versiegelt wird auf eigene Faust. Für sowas ist die Stadtwache bzw. der Stadtherr zuständig. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Stadtherren. Aber eine Stadtwache gibt es. Ja. So, deswegen haben wir den Entschluss gefasst, dass wir Sie als Chef absetzen von der Mine. Den Posten hat jetzt der Herr Darko übernommen. Bei ihm floriert es, bei ihm läuft es besser als bei ihm zuvor. Seine Angestellten arbeiten nicht mit minderwertigem Arbeitsmaterial und seine Angestellten werden auch bezahlt. Hab ich noch nicht. Naja, der Herr Justin hat ja gestern erst angefangen. Und normalerweise bezahlt man immer nach 30 Tagen oder nach Aufwand. Deswegen, ja, haben wir Sie abgesetzt in der Mine. Habe ich schon mitbekommen. Ja, demnach haben Sie jetzt nur noch ja, einen Nebenberuf und das wäre bei dem Herrn Ramon, wo Sie allerdings auch bisher nur Steinwerkzeug herstellen dürfen, weil er Sie ja in Mär nicht eingewiesen hat. Ja. Gut. Wie kam das zustande, dass Sie mit sehr gutem Werkzeug arbeiten und ja, alles Hochwertige einbehalten? War der Herr Ramon, also hatte sehr viel zu tun, da sehr viele Personen die neuen und besseren Werkzeuge haben wollten und das ist noch immer so, dass er viel zu tun hat. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe nicht dran gedacht, ihn mit Werkzeug herstellen zu lassen. Also wenn ich dazu auch was sagen darf, es war jetzt nicht so ganz so schlimm. Holzsachen, das hätte mich jetzt nur wirklich angekotzt. Ich habe ja teilweise später auch mir halt die besseren gekauft, aber... Naja, wenn Sie mir sagen, wie viel Geld das gekostet hat, würde ich Ihnen das Geld dann ersetzen. Alles ist alles geklärt, passt schon alles. Ach so.
Die brauchen überhaupt nichts mehr wiedergeben, ist ja alles. Also alles Herr Daku, ich denke mal, Sie können sich schon eine Toilette aus Geld bauen. So viel werden Sie haben. Ja, auch nicht mehr. Schon alleine durch das Material, was ich in letzter Zeit gekauft habe. Und das immer noch im Überfluss in meinem Haus liegt. Wenn du. Quatsch, nicht wenn. Wenn Ramon online kommt, habe ich mein Geld weg, das sage ich. Aber. Wenn er jetzt mal irgendwann. Wenn, ich denke mal, der wird erst gegen. Ja, Abend ungefähr kommen. Weil. Er ist mit seiner Lebensgefährtin. Beschäftigt, angeblich. Sagen wir mal. Ja, und. Wissen Sie, wie ich mir das Arbeitsverhältnis von einem Chef und einem. Ja, Mitarbeiter vorstelle. So wie bei Herrn Ramon und bei dem Fräulein Vivian. Der Herr Ramon zeigt ihr, wie was gemacht wird, lässt sie testen, machen und tun, bis sie es perfekt kann. Sie hat zum Beispiel gestern mein Schwert repariert und mir etwas Neues drauf gemacht, damit ich die, ich sag jetzt mal, Hunde verbrennen kann. Olafs Hunde? Auch. Meine Hunde wurden von Hunden umgebracht. Und ich weiß nicht, sie hat man kaum gesehen. Also entweder haben sie Stein gekloppt oder... Meinen Sie in der letzten Woche? Nein, davor. Oder sind als Hund durch die Gegend gesprungen. Es weiß mittlerweile jeder, dass sie ein Werwolf sind. Ich kann Ihnen sagen, in der letzten Zeit, also in der nicht letzte Woche, sondern die Woche davor und so, war ich ziemlich viel in der Mine. Ja, da werden Sie aber auch noch großartig diesen Stein hier gemacht haben, weil den hatten Sie ja einen Überfluss. Ja. Ja, das war's dann. Mehr haben Sie da auch nicht gemacht. Ja. Ja. Meine Bestellung von dem Slate zum Beispiel. Die liegt in einer Kiste. Die hab ich schon. Die ging ruckzuck, nachdem der Herr Darko Minchef war. Außerdem war die nicht vollständig, Tobias. Und das fehlte der dem Marble für den Herrn Melvin sein Haus, das ging auch alles so ruckzuck. Also. Den Marble hatte er von mir schon bekommen. Er hat von mir schon Marble erhalten. Benny, hör auf, das Glas abzubauen. Übrigens stehen Sie bei mir gerade auf Ihrem Stuhl. Ja, Sie auch. Nee, er steht nicht, er sitzt. Naja, er steht im Stuhl. Okay, lassen wir das an. Das ist komisch. Der Herr Darko ist halt sehr abgehoben. Ja, ich kann vor allem mit ihr ich kann ja sowieso goldenen Helm. Ja, irgendwie muss ich ja Rüstung haben. Es wird doch die Lederrüstung verkauft. Zum Beispiel. Ja. Hat noch keiner von euch bemerkt, dass ich scheiße geizig bin? Was glauben Sie, warum ich Geld habe? Doch. Weil ich zu faul bin, alles auszugeben. Also gestern haben... Sie wundern sich, wieso ich Ihnen keine Bezahlung geben wollte. Gestern haben Sie dem Herrn Luca. Mehr an der Nähe. Ja. Gestern haben Sie dem Herrn Luca aber großzügig ausgeholfen mit Geld. Und wollten dem Herrn Olaf sogar noch Geld hinterher schmeißen im Holzfällerhaus. Ja, damit er mich in Ruhe lässt. Ah. Das ist verständlich. Und das auch eine Münze. Also das sind Peanuts. Okay. So, also, Ich hätte noch eine Frage. Ja? Wenn ich das mit dem Herrn Darko abspreche, könnte ich theoretisch als Mitarbeiter den Dienst in der Mine wieder aufnehmen? Ja, theoretisch, ja. Das dürfen Sie. Unter Anweisung von Herrn Darko. Wie gesagt, als Mitarbeiter. Das Problem ist gerade, wir haben schon sehr zu viele. Fast schon. Sie sind auch nur zu zweit bis jetzt. Ja. Ja, wie heißt sie? Frau Vivian hat sich auch mal angemeldet. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Naja, das Fräulein Vivian hat erstmal mit dem Herrn Ramon zu tun. Dann nehmen Sie den Herrn Tobias mit unter Ihre Fittiche. Passen Sie auf, dass er dieses Mal die Arbeit besser macht als zuvor.
Und ihre Verkaufsautomaten. Nee, das, was er konnte, hat er super gemacht. Nur das Management. Irgendwie nicht. Haben sie ein Auge auf ihn. Und nach ihrer Automaten haben sie alles. Ja, das ist alles bei ihnen im Haus, so wie ihr Geld. Das habe ich schon gesehen. Und ansonsten, ich werde sowieso noch mal wegen der Mine auf sie zukommen. Ja. Wegen dem Fund und ansonsten war es das fürs Erste. Ja, okay. Darf ich abtreten? Ja. Meine Frage, was ist eigentlich damit, dass Herr Tobias ein Werwolf ist? Das regelt der Herr Melvin schon. Okay. Mit der Stadtwache zusammen. Kleiner Tipp. Er nutzt ja den Spawnerdon. Also wenn Vollmond ist, ja, haben Sie einen schönen Grund, da reinzugehen. Und also ich denke mal, wir werden dort schon ein paar Silberstangen anbringen und irgendwann ist er mal gefangen, wenn er das weitermacht. Ah, übrigens, Benni hat heute mitbekommen, dass ich einen Werwolf getötet habe. Ja, das ist richtig. Er hat mich so gerettet. Ich habe heute auch schon einen getötet, der um mein Haus geschlichen ist. Nur was mich wundert, ich mit meinen normalen Krallen mache mehr Schaden an den Werwolf, als ihr mit euren komischen Schwertern. Das ist wahr. Also warum ich auch immer. Ich habe mit dem hier heute, ich glaube, 3 Schläge gebraucht oder 4 Schläge, dann ist der umgefallen. Er macht 4. Ich auch. Ohne er das. Macht 2. Ja, 2 Kratzer. 2 Herzen. Ja, das hast du dann falsch gesehen. Ich habe den einen mit den 3 Schlägen umgebracht. Ja gut, also mein Schwert wird er sowieso noch verbessern, wenn der Herr Ramon das Material hat. Weil er kann hier noch 7 Sachen oder 6 Sachen drauf machen und ja, da kommt schon noch was. Und zur Not habe ich ja immer noch den Wolfskiller. Der macht etwas mehr Schaden. Den was? Den Wolfskiller. Okay. So, aber ich muss mich jetzt erst einmal hier von dem ganzen Zeug entledigen, was ich habe. Vor allem muss ich irgendwann mal meine Pflanzen hinstellen und einpflanzen. Okay. Und Sie haben ein Auge auf Herrn Tobias in der Mine. Hey, Zombie. Hey, Olaf Junior. Und was ist das für eins? Das ist ein Silberstahlkleber. Das ist das gleiche, was ich habe. Bloß, dass der verbrennt schon. Bloß, dass ich halt Feuer mit drauf. Oder auch hab. Nicht. Genau, das werde ich mir jetzt auch noch, das werde ich mir übrigens auch noch machen lassen. Dafür habe ich mir ein Ding aufgehoben. Gut, dann gehe ich mich jetzt erstmal hinlegen. Na, ich hoffe, der Roman wacht noch auf. Ich habe noch. Was der heißt nicht Roman, der heißt. Ich hoffe, der Herr Ramon wacht noch auf. Eine Frage. Hab ich doch richtig der Roman. Wir haben ja auch gesagt, dass der Automat. Nicht, dass der Roman aufwacht. Sie haben aber Herr Roman gesagt. Das haben Sie nur verstanden, ich habe Herr Ramon gesagt. Nein, Sie haben Herr... Ja. Sie haben ihm die Automaten nie gegeben. Oh. Die haben wir nur abgebaut. Nein, die sind oben in der Kiste. Ach, da oben. Wo da ihr, oben. Ja. Wo ihr Geld drin ist. Ach ja, Herr Eick. Ja? Oh, danke. Damit Sie mal erstellen können. Ja. Inventar ist ja, warte, ich habe hier noch ein bisschen Platz im Rucksack. Ja, ich habe heute wieder Tränke verbraucht, deshalb muss ich wieder kaufen gehen. Was, von dem hier? Von den Tränken, die das Wolfsding wegmachen. Mich hat heute wieder einer gekratzt. Na, hier, nehmen Sie den da mit. Oh, ja gut, das geht auch. Wollen Sie auch einen, Herr Darko? Nein, danke, Sie kennen ja meine Einstellung zu der Sache. Außerdem war ich nicht der Werwolf, der ihn gekratzt hat. Nur zur Info. Nein, der Werwolf, der mich gekratzt hat, hat er umgebracht. Nachdem er sie gestern umgebracht hat. Ja, ey. Das war sozusagen eine Rüber. Die Hunter mögen ihr aus. Der ist doof. Der ist doch gut, der juckt das nicht, wenn sie... Doof würde ich ihn dann nicht sagen. Ja, der weiß einfach, dass sie ein besseres Schwert haben als er. Ja, das sowieso. Und heute hat ein Werwolf meine Hunde umgebracht. Wo haben sie eigentlich ihre Hunde her? Aus welcher Himmelsrichtung? Da hinten aus dem Nadelwald. Werde ich auch mal hingehen. Machen sie das so. Ich muss mich jetzt aber wirklich erstmal hinlegen. Jo, viel Spaß. Danke.